Guck mal, wenn das so weitergeht, dann wird's alles one-shotten. Rein mit der Trissana kriegt die Morgana leider nicht ganz, aber aktuell ist es doch sehr, sehr einseitig. Und es sieht so aus, als würde man jetzt sofort zum Baron gehen. Es ist bisher wirklich perfekt gespielt. Also, super. Aber was? Das war knapp! Erstmal, ja, Baron erstmal abbrechen, ist okay. Aber die, als Team agieren die fünf richtig gut zusammen und aktuell, auch wenn das wirklich für 16 bisher immer sehr, sehr gut geklappt hat, jetzt gerade im Finale, im so wichtigen Finale, klappt es leider gerade nicht so gut. Und ich glaube, Annie geiert schon wieder. Die hat die Ulti, das wird gleich vernichten werden. Ah, sie geht da auch rein. Ah, das war zu viel. Also hat versucht, aber das war zu wenig. Baron geht. Was da noch was. Nee, scheiße. Aber der Rest kann jetzt noch was reißen. Aber dann kommen die anderen noch. Und jetzt bin ich gespannt. Morgana, wenn die jetzt alle drei trifft, das geht gut, oder? Morgana ist tot. Ah, Trissana räumt jetzt auf. Ja, Trissana kann jetzt richtig aufräumen. Jump. Sprung nach dem anderen. Quadra und da oben ist der Penta. Kriegen wir jetzt auch noch den anderen Penta? Baron hat zwar Team 16. Da! Ah, easy! Ist das nicht schön? Wir haben eine Zockernight, meine erste und sofort zwei Pentakills. Das ist doch schön. 24 zu 9 allerdings ist es doch sehr, sehr eindeutig aktuell. Aber gut, Annie jetzt viermal gestorben. Syndra kriegt so langsam jetzt auch mal Kills. Das ist auch jetzt nicht unbedingt so schlecht.